Hi, ich bin Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Günther, die YouTuber-Story. Wir haben in der letzten Folge einiges geschafft. Wir haben mit dem Team rund um Nagiloid, Itsuna und Saku einen Bosskampf gegen die Klone Nago und Saju gewonnen mit einem 8000 IQ-Play. Es gab ein Rematch von Nagi und Itsuna gegen die dunkle Materie. Wir sind durch große Teile der Ruby Destiny Welt gereist, haben Jagold bekämpft, ein Aerodactyl hatte keinen Bock auf einen Bosskampf. Und das alles in 24 Minuten. Not bad. Und jetzt ist dieser. Ich bin hier die klasse Kopie von Dings. Ich gehe zur Treppe. Weil hier ist die Welt zwar aber auseinanderbrechen. Zwar mit Schlamm bedeckt, aber schlimmer als Schnee kann es nicht werden. Währenddessen im Silberdorf. Oh, wir gehen jetzt schon wieder weg von Shinux fürs Erste. Nach dem Zusammenprall von dunkler Macht und Materie. Oh! In den nächsten Tagen versuchte ich so viel wie möglich über Latias herauszufinden. Jedoch wusste niemand in Silberdorf viel über sie. Alles, was ich herausfand, war, dass sie früher einmal mit Necrozma zusammengearbeitet hatte. Necrozma forschte und Latias war eine Art Verbindung zur Außenwelt für ihn. Eines Tages soll Necrozma dann aber durchgedreht sein und begonnen haben, die Dunkelheit herbeizurufen. Latias hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Ich bat Lord Ecke mir zu erklären, weshalb dieser Hügel für ihn so besonders war, da hat Text gefehlt. Okay, Lord Ecke ist auf dem Hügel, um mir das zu erzählen. Oh, jetzt spielen wir! Ich glaube, dass der Abschnitt... Wo sind alle hin? Ja, die meisten hier sind jetzt wegen dunkler Materie und Macht weg. Finde ich übrigens schön, dass Günther da gar nicht drüber spricht. Anscheinend ist der Teil mit dem Team der Valros-Edition, den wir in The Broken Story hatten, komplett entfernt. Und es gibt einen neuen dafür. Da bin ich gerade echt gespannt. Hi, Lord Ecke. Eigentlich komme ich gar nicht von hier. Ich komme aus einer Stadt in der anderen Ecke unseres Landes. Dort habe ich damals zusammen mit ihm die Welt gerettet. Also verschwand habe ich mich entschieden, diesen Ort zu verlassen. Ich habe es dort nicht mehr ausgehalten. Ich musste jeden Tag an alles denken, was wir erlebt hatten und schaffte es nicht mehr normal zu leben. Also zog ich hierher. Der Hügel ist der Ort, an dem ich in dieser Stadt ankam. An diesem Tag lernte ich auch genau dort Floink und Bisasam kennen, mit denen ich mich später anfreundete. Da man von dort die gesamte Stadt sehen kann und einen tollen Aussehen auf den Spiegelsee direkt neben dem Dorf hat, ja, der Spiegelsee in diesem Spiel zeigt halt relativ deutlich das Portal zur dunklen Welt. Ausreden sitzen. Ist dieser Hügel mein Lieblingsort in der Stadt? Wir haben uns damals versprochen, dass... Ach so, nee, der See ist da unten, was? Okay, das hatte ich gar nicht so verstanden. Dann sieht das nicht aus, wie ich mir Silberdorf vorgestellt hätte, sondern wirklich... Entweder wäre der Hügel dann da, wo gerade hingezoomt ist, das kann man sich aussuchen, oder der See wäre da oben, wo die schwarze Fläche ist, aber der Hügel ist wirklich direkt am See. Wir haben uns versprochen, dass wir uns immer an diesem Hügel treffen würden, um nie zu vergessen, was damals geschehen war. Nachdem Lord Ecke mir all dies erzählt hatte, wurde mir zum ersten Mal wirklich bewusst, wie schlimm der Abschied damals gewesen sein muss. Ich fühlte mich, als hätte ich sowas auch schon mal durchmachen müssen. Aber bei der Ankunft in diese Welt hatte ich mein Gedächtnis verloren, somit wusste ich nichts aus meiner Vergangenheit. Außer diesen Ereignissen und einem kurzen Erdbeben, was vorher war, verliefen die Tage ohne irgendwelche Besonderheiten. Okay, das Erdbeben ist neu. Doch eines Abends geschah etwas. Och, oh mein Gott, haben wir jetzt etwa mehr normale Valros-Edition als beim ersten Mal. Weil mehr hat man nicht von der Valros-Edition gehört als das bis jetzt. Ich versuchte zu schlafen, doch wie am allerersten Tag schaffte ich es nicht. Es war stockdunkel und ich hörte seltsame Geräusche. Zudem glaubte ich manchmal Schatten zu erkennen. Ich versuchte mir einzureden, dass ich mir alles nur einbildete. Doch ich wusste, diese Geräusche existierten. Du bist also auch endlich mal wach. Ich musste Meisterbericht erstatten. Wieso bin ich hier? Wahrscheinlich hat Necrozma mich entführen lassen, um mich aus dem Weg zu räumen. Er weiß sicher auch, was vor sich geht. Warte mal. Die
Tür ist nur aus Holz? Wer kommt auf so eine? Ja, eine der Ausreden der Walross Edition 1, die ich bis heute bereue. Warum ist die Tür aus Holz und warum liegt neben mir ein Stein? Irgendwo anders. Ich fühle mich, als würde irgendjemand gerade Holztüren in Frage stellen. Warum? So wie ich. Konnte ich nicht widerstehen. Ja! Alarm! 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 Der Gefangene ist ausgebrochen. Ein paar Tage im Wald später. Kapitel 5. Nicht sehen. Das ist auch so eine Sache. Das steht wirklich genauso im Skript, weil ich aus irgendeinem Grund das bis kurz vor Projektbeginn, seit Anfang, waren die Kapitel 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7. So langsam sollte ich ja einen Ausgang finden. Alter, wir haben jetzt echt die originale Walross-Edition. Mehr und mehr. Und wer bist du? Miju! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin, aber hier gibt es sicher einen Ausweg. Ja, Rescue RPG. Gestern erst eine neue Folge gekommen, die ich geguckt habe. Alter, guck da vorbei, das ist saugeil. Von, scheiße, der Name ist schwierig. Sekunde. So. Black Rainbow. Recherche geglückt. Auch wenn ich nebenbei den Fehler gemacht habe, wieder Antworten von Instagram-Nachrichten anzugucken. Die Leute auf Instagram, Digga, manche Leute sagen, Smash Bros.-Spieler sind toxic. Manche Leute sagen, Undertale-Spieler sind toxic. Und dann kommt das, was ich auf Instagram immer sehe. Gott! Da krieg ich Krämpfe von. Ich glaube, hier ist ein guter Ort zum Schlafen. Günther, hörst du mich? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Wo bist du? Was ist passiert? Die Christmas Schergen haben mich geschnappt. Ich konnte entkommen und bin in einem komischen Wald gelandet. Direkt bei einem Gebirge. Ich sollte weitergehen. Kein Kommentar zu dem. Auf Deutsch ist hier im Moment einfach nur laufen, laufen und laufen. Aha, hier kann man sogar wirklich Pokémon encountern. Sicher. Der erste geht. Ich bin freaking Kanani. Okay, genau das gleiche wie bei Nagi mit Moveset. Zum Glück bin ich Level 10. Starter geben, glaube ich, ganz okay Erfahrung. Na. Auf jeden Fall kein Grund hier groß zu fahren. Man sieht dieses Cellast. Wer ist da? Oh, chill. Ich will nicht kämpfen. Was machst du hier? Im Moment stehe ich dir eigentlich nur im Weg, aber außerdem will ich nach Silberdorf und ich schaff's alleine nicht. Ich bin viel zu schwach. Okay, ich will da auch hin. Am besten tun wir uns zusammen. Okay. Scheiße, Mann, diese Namenslänge ist belastend. Ich wollte es eigentlich nicht so nennen, aber das würde nicht reinpassen. Seelenwald. So, weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass hier gleich ein kleiner Fehler in der Geschichte kommt. Okay, zumindest jetzt gesagt, ich dachte, wir laufen hier jetzt lang und sind sofort bei der Klippe. Die Reise dauerte noch mehrere Tage. Chillast, wie weit ist es noch? Wie weit? Ich bin nerviges Kind. Es ist nicht mehr weit. Chillast, hey, Chillast, wie weit ist es noch? Chillast? Hallo? Hallo, Chillast?
Wie weit ist es? Celeste? Sind wir bald da? Muss auf Toilette. Können wir doch bei McDonald's anhalten? Hallo? Jetzt antworte! Wie weit ist es noch? Es ist nicht mehr weit. Wieso habe ich so ein ungutes Gefühl? Ungefähr eine Woche später sagte Chillast, morgen sind wir da. 3 Stunden später. Aber hier ist nur eine Sackgasse, hier geht's nicht weiter. Wo ist Silberdorf? Sehr weit weg, du bist uns genau in die Falle gelaufen. Warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Warum ist es jetzt wieder ein Chillast? Wait. Fies! Digga! Muss ich jetzt... Das kann ich nicht... Das ist... Was? Das ist, glaube ich, Remix vom normalen Boss-Theme aus Mystery Dungeon. Auf jeden Fall irgendein Mystery Dungeon. Ich weiß nicht, ob es normaler Boss ist. Also müssen wir hier jetzt normalerweise, nicht normalerweise, es ist offensichtlich so, 3 Zoroark, 3 Zorua und 2 Zoroark. Oh. Ja, aber als ob man den Kampf jetzt echt machen muss. Bloß irgendwie habe ich das Gefühl, so wie es im Moment aussieht, wird der nicht original wie in der Walross-Edition lauten. Meine Hydropumpe ballert. Ich glaube, der wird nicht Walross-Editionsgetreu sein. Da war schon cool, dass wir jetzt hier wirklich die Walross-Edition nochmal wirklich mehr verfolgen. Ja, das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Wir bauen jetzt einfach hier 3 Stränge auf, die parallel laufen. Die Geschichte mit Nagi und der Gruppe um ihn, Shinix und die Walross-Edition. Einfach alles parallel. Das wär so geil. Ich stell mir grad vor, wenn es hier irgendwie einen Ultra-Necrosma-Kampf gibt. Oder gar das Finale der Walross-Edition, Digga. Kann natürlich sein, dass es auch wieder nur bis zum bestimmten Punkt geht. Und ich bin auch so schön gehypt, Ding, aber natürlich kann ich mir nur vorstellen. Und ich wollte gerade sagen, ne, das ist nicht ganz Walross-Edition original, wo Günther den Kampf eigentlich nicht gewinnen kann. Nicht ein HP-Schaden. Ah, endlich bist du wach. Du warst gleichzeitig bewusstlos. 5 Minuten später war ich wieder bewusstlos. Ich hörte eine Stimme. Du bist wach. Ein Glück. Alter, diese Silhouetten da. Das kommt mir sehr bekannt vor. Warte mal. Mein Gedächtnis kehrte zurück. Und wieder tot. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, stand vor mir ein Vulpix. Endlich bist du wach, ich wollte gerade nach Silberdorf gehen, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Bist du dumm, Junge? Was ist hier los? Nicht so wichtig. Ich weiß nicht, was das soll, aber du siehst nicht böse aus. Du bist verletzt, wenn du möchtest, kannst du mit zu mir kommen. Das sowieso. Wenn ich irgendetwas aus allen Walross-Editionen streichen könnte, wäre es dieser Abschnitt. Du kannst mit zu mir kommen, um mich auszuruhen. Danke, ich nehme es gerne an. Das ist nicht die Story. Ja, ich hörte eine Stimme. Die Stimme klang nicht wie Latias. Nicht Latias! Doppelpunkt! Hör mir zu, Günther, die Zeit drängt. Du bist wieder an dem Punkt, an dem alles begonnen hat. Ich könnte dich mit großem Kraftaufwand hierher befördern. Du konntest deine Bestimmung nicht erfüllen, da die Verletzungen aus deinem Kampf tödlich geendet hätten. Dieser Story-Abschnitt hat überhaupt keine Logik hinter sich, ergibt gar keinen Sinn und ist komplett scheiße und unnötig.
Ja, also wenn du stirbst, wäre halt scheiße. Verändere die Zukunft. Nach dieser Nachricht machte ich einen Plan und alles geschah, nur dieses Mal gab es kein Erdbeben. Okay, das ist anders. Latias meldete sich nicht. Und es waren weniger Leute in Zabadab. Das heißt, das ist jetzt sozusagen, es wurde damit die dunkle Macht sowas geskippt. Die Zeit blieb nicht stehen, selbst in dieser Welt. Deswegen war das Erdbeben nicht zweimal. Ja, jetzt bist du immer noch Zora und deine Freunde kommen aus dem Gebüsch, ne? Was? Günther stürzte von einer Klippe. Okay, das war einfach! Aber was machen wir, wenn Günther es nicht schafft, die Vergangenheit zu ändern? Wie werden wir dann mit Krosma besiegen? Wir dürfen gar nicht erst daran denken, dass er scheitern könnte. Es wäre fatal und unsere Siegeschancen würden dezimiert werden. Digga, ich hab in der Virus Edition 1 ja schon so ein Alman-Deutsch verwendet. Das passiert auch weiter. Also hoffen wir lieber, dass alles klappt. Eigentlich müsste er die Schlacht inzwischen geschlagen haben. Ich geh mal gucken, wie es um ihn steht. Du hast es geschafft, gute Arbeit. Wo bist du, Latias? Wo bist du, Lotada? Ich wusste, du schaffst es, Günther. Es hat also wirklich alles geklappt. Warum bist du hier, Latias? Wer hat mich gefunden und weshalb will der Krasma mich umbringen? Nun gut, ich werde dir alles erzählen, was du wissen musst. Eine Minute später. Ja, erstmal hier essen, ganz wichtig. Latias begann zu erzählen. Also, zuerst einmal, wie wir dich gefunden haben. Ich bin wenige Tage zuvor mit dir in Kontakt getreten. Du hast mir die Gegend beschrieben und ich wusste, wo du warst. Der Wald heißt Seelenwald und wird von vielen als mysteriös angesehen. Dort geschehen manchmal seltsame Dinge. Man erzählt sich, dass er den Auserwählten helfen würde, den Weltfrieden zu bewahren. Aber das ist alles nur eine Legende. Als ich dich dann kontaktiert habe und... Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Woher kennt ihr euch? Du hast mir gesagt, du wüsstest nichts über Latias oder ihren Standort, Lodecke. Also, sie hat mir die Pizza geliefert. Heute Morgen. Zum Frühstück. Ich erkläre es besser. Lodecke hat dich angelogen. Was ein Opfer. Naja, er wusste, wo ich mich befand. Er hat dir nichts erzählt. Er konnte nicht wissen, ob du vielleicht lügen würdest, um rauszufinden, wo ich sei. Necrosma hat überall Spione. Und, sie suchen, was Lodecke und sein früherer Freund erlebt hatten. Als ich bemerkte, dass sie sich entschieden, in diese Region zu reisen, entschloss ich mich, ihnen bei, als er im Dorf ankam, um Hilfe zu bitten, um das Licht der Welt zu retten. Erklärte es deine Frage, warum ich hier bin. Lodecke. Oh, er ist nicht mehr da. Wo ist er hin? Er ist bei der letzten Erläuterung gegangen. Wahrscheinlich wollte er es nicht ein zweites Mal hören. Wie auch immer. Und Necrosma war früher ein normales Pokémon, das die Phänomene dieser Region untersuchte. Eines Tages schien er verrückt geworden zu sein und begann plötzlich durch seine Kräfte und Erkenntnisse das gesamte Licht zu absorbieren. Ich hab's erst im Guten versucht mit ihm, aber jetzt muss ich ihn beseitigen. Und was dich angeht, Günther, ich hab dich von der Menschenwelt in diese geholt, da ich dich kenne. Und ich weiß, was geschehen ist. Ich konnte deine Aura genau spüren. Ich hoffe, man hört den Staubsauger nicht. Du hast etwas in dir, von dem ich selbst nicht weiß, was es ist. Und es ist natürlich damit ein geschossenes Ziel, dich aus dem Weg zu schaffen. Du hast deine Erinnerung wieder nicht. Ja. Günther, ich weiß, dass es schwierig für dich sein wird, aber erzähl Lodecke nichts davon. Was? Warum? Vertrau mir. Ich weiß vieles, das du nicht weißt. In diesem Fall solltest du mir vertrauen. Okay. Ein paar Tage später. Die nächsten Tage verliefen alle gleich. Ich konnte nichts tun, als tatenlos herumzuliegen. Latias schien spurlos verschwunden zu sein und Lodecke war die meiste Zeit weg. Es war relativ langweilig, nur manchmal kamen Flank und dieser Sam vorbei. In der Zeit, in der ich mit ihm gesprochen habe, fand ich einiges über sie heraus, was ich noch nicht wusste.
Wenn Lord Ecke gerade nicht da war, erzählten sie mir auch, dass er oft tagelang spurlos verschwindet. Wenn sie mal nach Brighton tue, immer so, als wäre er die ganze Zeit da gewesen. Er weigert sich, darüber zu reden. Im Moment fällt mir auch auf, dass die Tage deutlich kürzer werden. Es ist, wie Lord Ecke es mir erzählt hatte. Die Dunkelheit wird mehr und mehr, bis irgendwann ungefähr 2 Wochen später. Wo bleiben Blöcke dieser Samen? Die beiden sind bisher jedes Mal pünktlich gewesen. Keine Sorge, die kommen noch. 1 halbe Stunde später. Weißt du was? Lass uns bei ihm zu Hause nachschauen. Was ist hier passiert? Blöcke dieser Samen, wo seid ihr? Hier liegt ein Zettel auf dem Boden. Ich glaube, du bist blind, dass du den nicht siehst. Was steht da drauf? Ich kann leider nicht lesen. Wenn ihr eure Freunde nehmt, wiedersehen wollt, sagt mir bitte Bescheid. Insider-Jokes! Liefert mir den Menschen aus. Ihr habt eine Woche, um ihn zu meiner Festung auf den Mond zu bringen. Und unterzeichnet hat überraschenderweise Nick Schosma. Und was tun wir jetzt? Das einzig Sinnvolle, wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass Günther in Nick Schosmas Hände fällt. In diesem Fall müssen wir Opfer in Kauf nehmen. Du glaubst doch hoffentlich nicht wirklich, dass ich nichts tue. Mach du, was du willst, aber lass Günther da draus. Außerdem, was denkst du, wie du zum Mond kommen willst? Hochfliegen! Ich hoffe, du weißt selber, was das Beste ist, Günther. Ich vertraue in dich, dass du schlau genug bist, aber wenn nicht, dann werde ich euch aufhalten. Ich kann nicht riskieren, dass Nick Schosma die Welt in Dunkelheit stürzt. Und glaub mir, versuch es nicht, Günther. Du bist doch auch der Meinung, dass wir die beiden retten müssen, oder Günther? Natürlich bin ich das, aber wie sollen wir auf den Mond kommen? Und was sollen wir dort machen? In diesem Punkt hatte Latias recht. Wenn es so ist, wie sie sagte, darf ich Nick Schosma auf keinen Fall in die Hände fallen. Direkt vor meiner Tür, Alter. Sehr gut, ich wusste es. Morgen brechen wir auf. Latias weiß auch nicht alles. 3 Tagesreisen entfernt von hier liegt die Mondsteingrotte, in der Cresselda lebt. Sie kann uns zum Mond bringen. So entschlossen wir uns, zu zweit loszuziehen. Ich war aufgeregt, aber ein Satz von Latias schwirrte mir pausenlos im Kopf herum. Glaub mir, versuch es und du wirst hoffen, es nie getan zu haben. Als wir aufbrachen, erzählte Lord Ecke mir am Lagerfeuer über Latias. Wieso ist Latias eigentlich... Diese Frage! Wieso ist Latias eigentlich so drauf, wie Latias eben drauf ist? So steht das nicht im Original. Niemand weiß es genau, aber... man weiß, dass Latias sehr unzurechenbar sein kann, wenn man nicht tut, was sie sagt. Er gab auch zu, dass er nicht mit ihr zusammenarbeiten würde, wenn sie nicht dasselbe Ziel verfolgen würden. Wenn Latias unsere Abreise bemerken würde und uns einholen... würde... Ja, beruhig dich, sei mal optimistischer. Selbst wenn sie unsere Abreise bemerkt, sie weiß doch gar nicht, wo die Grotte liegt und weiß nicht mal die Richtung, in die wir reisen. Außerdem wäre es ihr eigener Schaden, wenn sie uns loswerden würde. Morgen Nacht erreichen wir die Höhle. Gott ist recht, Günther. Latias wird uns nicht finden. Lebecke, warum hast du mir eigentlich vor dem, was passiert ist, nichts von Latias erzählt? Du wusstest doch, dass sie mich suchte. Also in der Zeit, in der du hier aufgetaucht bist, hatte ich keinen Kontakt mit ihr. Ich schaffte es, mich mit ihr zu reden und sie zu fragen. Deshalb war ich mir nicht sicher, ob du vielleicht ein Spion von Nick Schosma bist. Ich konnte das Risiko nicht eingehen. Es tut mir leid, Günther. Wenn ich sofort alles gesagt hätte, wäre das vielleicht nie passiert. Vielleicht wären dann alle in Sicherheit und wir hätten Nick Schosma schon geschlagen. Ich kann es nicht mehr gut machen. Störgeräusche. Hoffentlich merkt er, dass ich schlafe. Was? Ich habe noch nie ein schlechter gefaktes Schnarchgeräusch gehört. Genau so lief die Virus-Edition auch an der Stelle. Das wissen wir ja alle. Ich habe die Maske kaputt gemacht. Ich verstehe, warum du so gehandelt hast, Lord Ecke. Du hattest recht damit, so vorsichtig zu sein. Wenn ich wirklich ein Spion wäre und du es mir verraten hättest, wäre der Weltuntergang besiegelt. Bitte, Flan und dieser Samen würden mir zustimmen. Danke, Günther. So wanderten wir am nächsten Tag weiter in Richtung der Mondsteingrotte. Ich hatte mir viele Gedanken gemacht, was uns dort passieren könnte.
Wenn die Staubsauger da leisten. Ich hoffe echt, man hört das nicht. Was mich vor allem beschäftigte, war die Frage, was passieren würde, die Musik ist gerade leise. Wenn wir auf Nick Schossma trafen, wir würden zweifellos kämpfen müssen. Hieß das eventuell die finale Schlacht um das Licht der mit Latias? Ich glaube, da fehlen teilweise Textabschnitte. Inzwischen hatte sie unsere Abreise vermutlich bemerkt. Doch ich hatte Lord Ecke selber gesagt, er brauche sich keine Sorgen machen. Daher versuchte ich, diesen Gedanken schnell zu verdrängen. Kurz nach Sonnenuntergang erreichten wir den Fuß eines Berges. Ein Stück über uns lag ein Eingang. Wir sind da, hier werden wir Cresselia treffen. Komm, Günther, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. So. Was? Also, ich will hier nichts hinterfragen, aber das hier sieht nicht aus wie eine Mondsteingrotte. Das sieht aus wie ein Schachfeld oder ein Bürogebäude. So. Ja, weiter. Und es ist einer dieser Dungeons. Verschwindet von hier. Günther, hast du das auch gehört? Lass uns einfach weitergehen. Ihr hättet auf meine Warnung hören sollen. Ihr werdet das noch bereuen, jemals aus Silberdorf aufgebrochen zu sein. Was? Du hast uns gefunden? Ich dachte, niemand außer mir würde diesen Ort kennen. Auch nicht Cresselia. Ich meine, wie bist du hierher gekommen, Latias? Du hast nicht das Recht, mich hier Fragen zu stellen. Du hast dich eben mal wieder getäuscht. Ich wusste, dass du hierher kommen würdest. Aber Günther, von dir bin ich sehr enttäuscht. Doch du wärst schlau genug, um meine Warnung zu bedenken und nicht mit ihm zu reisen. Eigentlich schade, dass ich dich noch brauche. Was war denn das? War es nicht klar, Latias? Ich lasse meine Freunde nicht im Stich und jetzt geh mir aus dem Blickfeld. Du weißt selber, dass du uns nicht bekämpfen kannst, hast du auch gerade selber gesagt. Also kannst du uns auch nicht davon abhalten, unsere Freunde zu retten. Warum kommst du nicht einfach mit und hilfst uns? Irgendwann müssen wir auch eh gegen Nick Schossma kämpfen. Da macht es keinen Unterschied, wann. doch, es macht sehr wohl einen Unterschied, wann. Du bist nicht stark genug, um dich an Gegner wie Nick Schossma zu stellen. Nur weil ich Nick Schossma ohne dich nicht besiegen kann, heißt das nicht, dass ich nicht scheitern kann, wenn du dabei bist. Und eine Sache scheint du sowieso nicht zu verstehen. Chance. Dreht um und verschwindet. Da hat wieder ein Teil gefehlt. Denk lieber zweimal nach, bevor du redest. Du willst, dass dir jeder gehorcht. Warum? Du willst Nick Schossma nicht beseitigen, um die Welt zu retten, sondern aus Egoismus. Du willst deine Rache. Und damit wir uns jetzt richtig verstehen. Du hast nicht das Recht, meine Freunde zu bedrohen. Und jetzt geh mir endlich aus dem Blickfeld mit deiner hässlichen Visage. Ich werde deine Hilfe brauchen, Lord Ecke. Glaubst du, du könntest mir helfen? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, irgendwie schafft er es, trotzdem aufzustehen. Immer noch so siegessicher. Alles klar. Erstmal, was ist das für ein Sprite? Und haben wir jetzt keinen richtigen Kampf? Bist du immer noch so siegessicher? Ich werde jetzt zeigen, was heißt, sich mir zu widersetzen. Das ist eigentlich erst... Doch. Doch, Latias. Auf geht's, ab ins Battle. Und das dürfte nicht sonderlich schwer werden. Och Gott, nerv mich. Weißt du, was dein Problem ist? Wenn der Wunschtraum zu langsam ist. Nicht mehr treten. Also das war nix, Latias, das war gar nichts. Ganz schwache Nummer. So, noch ein Level. Ja. Bist schon krass, ne? Latias brach zusammen. Rebecca, lass uns hier abhauen. Okay. Wer seid und was wollt ihr hier? Wenn ihr Eindringlinge seid, dann verschwindet, Digga. Wir sind hier in der Mitte einer Höhle. Warum sieht es hier aus wie in einem Wohnhaus? Wir müssen zum Mond, um Nick Schossma zu bekämpfen und unsere Freunde zu befreien. Ich hoffe, ich krieg bald einen Save Point, ne? Wenn ihr Freunde von Nick Schossma seid, seid ihr meine Freunde. Ich bin Cresselia. Und ich werde euch zum Mond bringen, sobald ihr bereit seid. Natürlich sind wir bereit.
Wo kommt die Musik nochmal her? Ich weiß nur, dass sie auch oft als Meme verwendet wird. Ihr seid jetzt auf dem Mond. Wenn ihr es wieder zurück wollt, ruft einfach meinen Namen. Und hier ist es fucking laut. Außerdem ist die Festung von McCrossman auf der dunklen Seite des Mondes. Die Welt... Was? Was? Das hat nichts mit Weihrauchsinn zu tun. Diese Festung sollen zwei Jungs erbaut haben. Laut einem Märchen. Doch jeder weiß, dass sowas unmöglich ist und dieses Märchen fake ist. Hör, wie ihm auch sei, der Mond wird euch beschützen. Ich wollte eine Sailor Moon-Referenz machen, aber nichts. Viel Glück! Wir müssen sich... Was? Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie im Korn der Wahlhaus Edition in Dumm! Was sind Socken? Warum können wir hier atmen? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ja? Keine Ahnung! Darauf gingen sie weiter und bald begann die dunkle Seite mit der dunklen Wand. Das ist die Grenze zwischen den beiden Hälften des Mondes. Die Musik ist ein bisschen laut. Das heißt, wenn wir die Grenze passieren, sind wir auf der dunklen Seite. Dort leben wir geschossen aus Scherben, deshalb müssen wir gut aufpassen. Ich glaube, wir sollten hier übernachten. Und so saßen wir beide ums Lagerfeuer. Und ich will einen Safe Point. Günther, ich habe eine Frage. Ich auch? Warum funktioniert ein Lagerfeuer bei der Welt? Also, keine Zurück zu meiner Frage, deinem Kampf gegen Lazarus, was ist da passiert? Was war plötzlich mit dir los? Du hast komisch geleuchtet. Ganz ehrlich gesagt selber nicht. Das wissen noch nicht mal die Zuschauer der Virus-Edition. Ich hab's nicht vergessen, ihr werdet's noch erfahren. Aber es wird noch dauern. Es hat sich angefühlt, als würde mich irgendwas steuern und ich hab eigentlich selber nichts gemacht. Und als Lazarus dann besiegt war, ist es einfach verschwunden und ich war wieder ich selbst. Lazarus hat auf jeden Fall recht, was dich betrifft. Wenn du es wieder mit mir aufnehmen kannst, bist du der Schlüssel im Kampf gegen McCrossman. Ich bin froh, dass sie tot ist. Ich hoffe, es wird in der Leere sein. Komm, hier steht gleich eine Statue auf einer anderen Ebene. Jawohl. So, und damit... Ich muss rausfinden, wo die Musik herkommt. Damit sind wir für heute fertig mit Pokémon Günther, die YouTuber-Story. Es ist wieder so viel passiert, die Walross-Edition geht ab. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen und es so weit geht und keine Pausen kommen, ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Mal vielleicht eine Crossma-Battle haben. Wir werden sehen. Schaltet wieder ein. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dann und ciao.